choses. On était là quand vous êtes venu. Abteilungsleiter von als Schiedsrichter? Nee, Parchim SV, vom Handball. Ah, okay, und jetzt das klasse Kreisanspiel. Mein Name ist Steffen, der Flaschengold. Auf Zedler, ihr erster Treffer in dieser Partie. 7-2. Wenn du selber Handball spielst, auf welcher Position kann man dich denn antreffen? Entweder am Kreis oder hinten Mitte. Schön vorgespielt und klasse gehalten. Von Klaassen im Tor des Rostocker HC. Abwurf entschieden. Oh, klasse Wurf da von Theresia Meissner. Ihr dritter Treffer in dieser Partie. 8-2. Es sind jetzt knapp 11 Minuten gespielt im Spiel. Und wir haben ein. Und das. Von Schallauk. Mit etwas Glück fällt der Ball dann doch noch rein. 8-3. Wir haben ein ähnliches Bild wie schon im ersten Spiel von Rostock, nämlich ein schwacher Beginn. Macht der Trainer da was falsch, dass er die Mannschaft nicht rechtzeitig zum Warmmachen schickt, dass sie wach sind zur ersten Minute? Nö, eigentlich macht er alles richtig. Bloß die Mädels müssen halt umsetzen, was er sagt, ne? Das Problem ist, ich denke mir mal, beide Mannschaften. Die Schweriner haben das Problem, sie treffen so wie im ersten Spiel das Tor nicht. Sie haben echt, die Torausbeute ist ja katastrophal, auch im ersten Spiel gewesen. Und die Rostockerin, einfach, ich finde, einfach ein bisschen langsam so auf den Beinen auch. Oh, auf Stürmer faul entschieden. Was hat die Stürmerin jetzt falsch gemacht? Ich würde mal sagen, er hat nicht auf Stürmer faul entschieden. Er hat auf zweimal entschieden, weil sie ihn zweimal in der Hand gehabt hat. Sie hat geprellt auf den Gegenspieler drauf zu und dann hat sie ihn wieder versucht, nochmal in die Hand zu nehmen, weil sie den Ball verloren hatte. Ah, okay, also ein technischer Fehler. Richtig. Auf außen gespielt und. Das hast du ja auch, wenn du zum Beispiel Ball in der Hand hast und du bist außerhalb der Spielfläche, gibt es auch Einwurf. Und das war eben jetzt diese Situation. Okay, also Einwurf für Rostock, weil die Spielerin im Aus stand. Ist es dann entscheidend, wenn man richtig im Aus steht oder wenn man auf der Linie steht? Oder welche Richtlinie gilt da? Wenn du mindestens, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Fuß innerhalb, einen Fuß außerhalb des Spielfeldes hast und den Ball dann kriegst oder versuchst zu fangen, auch wenn du den Vorteil dadurch verschaffst, nach außen durchzulaufen und den Ball kriegen willst, ist es Einwurf. Du darfst ja keinen unerlaubten Vorteil schaffen. Das ist das Problem. Und das war in den Kreis getreten. Das heißt, Torwart Abstoß für Grün-Weiß Schwerin. Und dann gibt es wieder 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Gegen die Nummer 2, das ist Johanna Borchert.
Und Theresia Meissner erfolgreich beim 7 Meter. Vierter Treffer in dieser Partie, 9:3. 15 Minuten in der ersten Hälfte gespielt, also noch 10 bleiben an dieser ersten Hälfte. Und das ist so die Zeit, in der Rostock sich auf ihre Stärken besonnen haben und auch im Spiel gegen Bad Schwartau den Rückstand etwas verkürzen konnten. Jetzt wollen wir mal sehen, was die Rostockerinnen hier gegen Schwerin in der Lage sind zu leisten. Da wird wieder gestellt für Töllner. Borchardt. Und abgebrochen. Das Kreisanspiel unterbunden von Meissner. Die ist jetzt sehr gut im Spiel. Klasse Pass, aber doch Fuß von Schiller. Und das war ebenfalls Fuß. Nur habe ich hier auch schon beim Spielen gesehen, dass es für Fuß durchaus 2 Minuten gibt. Wann ist das der Fall? Bei absichtlichem Fußspiel. Also wenn zum Beispiel jetzt in der Abwehr stehst und der Aufbauspieler spielt einen Bodenpass zum Beispiel zum Kreisläufer und du gehst mit Absicht mit dem Fuß hin, kriegst du sofort 2 Minuten. Und da schön aufgepasst von Grünwald-Schwerin, der Pass und das Kontertor. Juliane Schiller mit Tor Nummer 3, 10:3. Goldschmidt unglücklich gefallen, aber es geht weiter für die Rostockerin. Ja, mit wem haben wir hier die Ehre? Die Abteilungsleitung vom Parchimer SV. Ein wenig schüchtern am Mikrofon und indessen Grün-Weiß-Schwerin mit der nächsten Welle. Und der ist drin, 11:3. Der Trainer ist zufrieden mit dem Spiel, aber der Ball ist vorbei. Und Schwerins Trainer wirkt jetzt etwas motiviert. Er spielt den Ball schnell wieder ins Spiel. Er will, dass es weitergeht. Und Schwerin jetzt auch definitiv besser und schneller im Spiel, auch wenn es da jetzt einen technischen Fangfehler gab. Schwerin baut jetzt einmal neu auf. Zu zögerlich. Und das sah mir sehr nach Schrittfehler aus. Ja, das ist immer im Entscheidungsfinden der Schiedsrichter, weil du siehst das von hier aus, denke ich mal, anders, als wenn du auf der Platte stehst. Das ist ja auch immer das Gleiche, wenn die Zuschauer. Das ist ja das Gleiche. Die Zuschauer sehen es immer anders als du als Schiedsrichter. Und bei Schritten musst du echt immer aufpassen, weil du hast ja auch diese Nullschritte bei und diese, wenn du zum Beispiel an einem Fuß stehst und das Bein bloß ranziehst, ist kein Schritt. Und das musst du immer als Schiedsrichter entscheiden dann halt, ne? Ja, sehr, sehr schwierig. Und da jetzt der Ball von außen von Charlock gehalten von Laura Fischer. Und jetzt gibt es Gelb gegen die 8 von Grün-Weiß-Schwerin, Theresia Meissner.
gibt jetzt Abwurf und keinen 7 Meter. Warum nicht? Weil ich meine, die Spielerin hatte doch schon was abgekriegt. Ja, aber ich sag mal so, wenn sie vorher im Kreis gestanden hat und das Foul danach kam, entscheidest du ja normalerweise immer auf das Erste, was passiert ist. Also wenn sie jetzt auf der Linie gestanden hat, dann ist Abwurf. Der Telefon. Und Tor für Grün-Weiß-Schwerin. Erzielt durch Lena Besenhardt. 12:3. Und das ist erneut der Lisa Goldschmidt, die da zu Boden geht. Und wir hoffen, dass es so glimpflich ausgeht wie bisher. Bring Lisa bitte mit raus.